Geil. Und vielleicht wahrscheinlich auch ein bisschen was Komplizierteres, das könnte man auch gut vorstellen. Was war das? Na, wenn man Hunger hat. Da hat einer Hunger. Malo. Willst du eine Dose haben? Bin schon am Essen. Boppele, du musst schon was essen, wenn du Muskelaufbau machst. Nix essen bringt auch nichts, ne? Ja? Ja? Ja. Ich kriege ihn einfach, fixt alles. Nein, wollte ich, du kriegst jetzt niemanden. Wer fickt wen? Nein! Nee, fixt! Also wie reparieren, nur. Das war's mit meiner Twitch-Karriere, ich krieg einen Strike. Oh Mann. Okay, lol. Malo hat eine Idee funktioniert, die du gerade hattest wegen diesem wegen dieser Wegbeschreibung. Ja. Ah, shit. Ja gut, du musst das recht finden, leider kommt drum rum. Fusionszellen, Brennstoffgehalt, 3 KW. Die bringen wir mal, die bringe ich mal ins Schiff. Mhm. Wenn's denn ginge. Ach nee, Schiff geht ja. Ja. Sag mal, hat hier irgendeiner eine Rakete gestartet? Was geht hier ab? Was soll denn wo abgehen? KB? Ja? Du hast etwas ungünstig geparkt. Ach nee, ehrlich? Ja, doch, also... Verstehe ich gar nicht. Was meinst du denn damit? Ich habe irgendwie das Gefühl, als wär hier was blockiert. Ich komme vorhin, Mario muss mit dem Kopf dagegen stoßen, damit es weggeht. Ne? So boing, boing. Stark, nee, das Problem ist Multi, dass Chillon komplett durch den Planeten durchglitscht, bis er auf einen Block trifft und that's bad. Schlepp die Kacke ab, ja, meins mach ich auch, ich ruf gleich ADAC. Ja, das reicht schon, da haben wir schon diese paar Krallen dran gemacht. Außerdem habe ich eine Ticke hinterm Scheibenwischer. Ach so. Ja, ist das gleich. So, klopf, klopf. Warte mal, das war nicht. Wo waren nochmal die Energietanks? Kann ich da was drücken und auffüllen? Ach so, stimmt, da kommt man bei dir gar nicht mehr rein. Tippe ihn doch einfach mal zu dir in der Luft. Das Problem ist ja von vornherein, jeder von uns hat eine Art, der auf den Planeten kommt, kriegt eine Datei erstellt mit seiner Player-ID, ne? Da steht drin, was er für ein Level hat, Fraktion angehört, bla bla bla, der ganze Scheiß halt. Wenn du die ID löschen tust, dann müsste der Fehler behoben sein, ist es aber nicht. Und das ist gerade das Komische, weil das Problem eigentlich von vornherein, da wird irgendwas schieflaufen, das überlege ich gerade mal. Ich guck mir gerade ein bisschen die Bauweise von Malo Schiffchen ab. TPN? Was TPN? Okay. Also einige Sachen sind recht interessant. Hauptsache so ein paar Deko-Teile, die finde ich ganz gut. Ja, ich finde an sich auch den Aufbau vom Schiff recht interessant. Es scheint ziemlich gut gepanzert zu sein, auf jeden Fall. Das ist noch nicht die gut gepanzerte Version. Mhm. Ja, okay, weil das Ding hat ja, sieht mega fett aus und da ist kaum Platz innen drin, ne? Deswegen. Aber es gibt ja noch mit Gefechtsstufe die Version. Ach so. Ja, aber das wäre ja zu teuer gewesen. Lass mich fliegen. Nee. Dann hast du einen Käfer. Ja, genau wie in GTA, ne? Das ganze Ding ist am getrickt. Pentaxid, da haben wir noch Ganzes, das ist veredelt, das nehmen wir mal mit. Dann bringe ich kurz mein Schiff hoch und dann fliegen wir doch mal los, hätte ich gesagt. Hat jeder von euch Futter? Oh, ich wollte Gewürze noch mitnehmen. Futter habe ich dabei, Gewürze habe ich hier jetzt nochmal neue angepflanzt. Ah, okay, hast du schon, okay, gut. Futter habe ich 3, brauchen wir mehr?
Ich nehme ja noch mein Raumschiff mit und da sind auch nochmal 60 Dosen drin. Also das reicht dann auf jeden Fall. Warte mal, ich werde auf jeden Fall nochmal vorher in die Sunny-Station gehen. Ach, die ist ja oben, ne? Ne, Moment. Die ist auf der gleichen Höhe wie die Constructors sind. Bei einer roten Tür müssen sie ein Video oder später mal die. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich die hinter die Brücke mache, die Sunny-Station. Nein, ich meine jetzt hier in der Base. Achso, die ist im Erdgeschoss. Ich laufe ihn noch vor die Wand. Mach die Sunny-Station oben, wo die Brücke ist. Macht Sinn, ja. Okay. Der Platz und das ist immer eh öfter und schneller. Ich nehme mir noch ein paar Dosen mit. Da haben wir inzwischen einige. Oh, das Schiff mit Drehungen, du. Das ist jetzt ein Heuler. Ich nehme mir nochmal zwei mit. Dann habe ich fünf. Das müsste reichen. So, was wollte ich jetzt noch? Ich wollte Sauerstoff schnüffeln. Okay, es war schon zu weit. So, ein bisschen vor noch. So, ein Wunder. Haben wir dann noch einen kleinen Snack? Ja, einen kleinen Snack haben wir auch noch. So, jetzt bin ich... Nun bin ich voll. Ach, schon wieder am Saufen. Ach, Mann. Ja. Okay, ich habe mein Raumschiff jetzt auch mal bei dir reingeparkt, Mado. Ich park meins auch gleich nochmal ein. So, da war nicht Gold und dann können wir ja nach links gehen und dann müsste halt die sein. Ne, ich würde die Sunny-Station mal da lassen, das ist eigentlich okay. Jetzt ist sie schon oben. Ja, ich hab's gerade gesehen, die Tür ist nochmal rot. Was heißt oben? Wo genau? Ja, ich hätte sie halt, wenn dann dahin gepackt, wenn man reinkommt, dass man da relativ schnell rankommt und nicht so weit weg. Also recht in der Nähe von den Eingängen halt. Deswegen ist ja. Okay. Weil das ist halt ja, sinniger, wenn du ja von hinten, reingehst, kommst du ja auch schon ran. Ach so? Ja. Und wenn ich von vorne komme, müsste ich. Warte mal, da nicht. Ja, dann musst du halt einmal rumlaufen. Ja. Ja, gut, okay. Ja, nee, das ist. Oder wir bauen das Schiff ein bisschen um. Wir brauchen kurz die Bauräder, ne? Weil das hier schon wieder pfusch, ich merk's gerade. Oh, ich hab eine Nachricht, sorry, ich tapp mich kurz raus. Okay. Irgendjemand pumpt hier gerade wieder. Der hat gepumpt. Ja gut, wir können ja eine zweite Sanitätsstation bauen, ist ja auch nicht schlimm. Genau. Okay, ich weiß, warum Luke sich nicht gemeldet hat. Er hat mal Urlaub gemacht, hat mir nicht gerade geschrieben. Alles cool, passt. Und morgen ist wieder im Büro und dann schreibe ich kurz mit dem, dann kriegen wir das irgendwie hin, auf jeden Fall. Passt. Jetzt verstehe ich, warum. Gut, Sommerferien, ja gut, klar, logisch, Kiddies und so weiter, ne. Da gehst du, nutzt dir mal die Zeit. Ich muss ja mal ausgenutzt werden. Ja, nee, kein Thema. Ich mache denen da keinen Vorwurf, wenn die sich mal nicht melden, also... Die haben ja auch noch sowas wie. Ich kann es nicht aussprechen. Real Life. Oh, widerliches Wort da. Passt. Achso, warte mal. Pentaxid wollte ich bei dir auffüllen, Marlo. Flup. So. Jetzt haben wir noch drei Pentaxid. Das gefällt mir prinzipiell gar nicht. Nein, wir haben noch viel mehr. Ich hab's dabei. War es nur das eingelagert? Das müssen wir gucken, wo wir das hin tun. Ich hänge es an den Constructor-Raum einfach. Dann mache ich die Kiste rosa und du machst Pentaxid rein. Fertig. In die rosa, ne? Okay. Genau, wenn du reinkommst, links unten. Die ist es dann. Flöp, 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 flöp. Hey, geh auf. Türe hasst mich. Danke. Wo komme ich denn ganz nach oben? Warte.
hinten, im hinteren Fahrstuhl kommst du. Ja, wir müssen, musst du einmal ums Karree laufen. Hi, Kevin, nee, nicht da. Ja, ich wollte da was gucken. Ach so. Okay. Da, wo die Türe lila ist. Aber da müssen wir auch noch runterkommen hier. Ah, hier kommen wir auch noch hoch. Siehst du. Warte mal, dann mache ich die Tür aber auch lila, dann weiß man das. Ah, das ist doof. Andere Idee, warte mal. Nee, das ist jetzt hier rot. Da ist lila. Genau. So, wollen wir? Ich bin da. Auch ich habe den Passagiersitz gefunden. So, ich muss mir erstmal umgucken, wo es hier Waffen gibt. Waffen, viele Waffen. Und Eis. Eis? Scheinwerfer, Schubdüse. Ja, Maler hat gesagt, der hat eine Eismaschine da am Schiff. Oh, ich hätte eins mit Vanille. Lecker. Und ich gern belgische Schokolade, bitte, Marlo. Marlo? You're so disconnected from the... Was? Ah, da, Kanonengeschütze. Zugriff? So wie bekannter von mir, ne? 3 Kugeln gemischtes Eis, nur Schokolade. Okay, das ist Unterseite, okay. Nee, eh automatisch, da muss ja fast, da muss ja nichts machen. Ach so, okay. Können wir die noch irgendwie beschriften? Kanonengeschütz? Müssen wir mal gucken, wo die alle hocken. Ach so, ja, ich glaube, man kann man die nicht umbenennen, doch. Doch. Wir waren ja jetzt nur noch auf unseren Kapitän hier, ne? Ja, wir sitzen schon alle. 2 ja. Passagiere hast du schon, Malo. Mehr gibt's heute nicht. Ich bin auch schon drin. Also dann hopp hopp. Auf und davon. Up and away. Oh! Das Ding ist ja richtig los. Agil. Ja, klar. Und es fliegt? Ah, das ist das vorne. Noch 300 Meter bis zum Orbit. Und 200. Und 100. Und... Go! Wusch. Sehr schön. Malo? Wo ist das Kennzeichen hinten? Wir haben kein Kennzeichen mehr. Nein! Wenn die Polizei jetzt anhält, sind wir am Arsch. Space Police? Yes, Sir. Dann müssen wir jetzt ja... Können wir gleich nach Calvin fliegen oder wollt ihr nach Tulmaria? Mir egal. Es gibt Wurmlöcher? Geil. Ja, Wurmloch bedeutet, dass du weniger Pentaxid benutzt. Ja. Ah, nee, dann fliegen wir nach, fliegen wir mal nach Calvin. Dann kommen wir von Calvin wahrscheinlich auch noch nach Tulmaria. Eigentlich gibt's immer nur einen Weg. Okay. Aber nee, da gibt's schon. Ich denk mal, ja, Calvin jetzt? Calvin, genau. Ah, da, ja. Nee, von Saskita, glaube ich, und so weiter. Du musst immer wieder zurück über deinen. Also, Querverbindung habe ich hier noch keine gesehen. Okay. Ja, gut, kommen wahrscheinlich auch noch. Jetzt. Da kann man so viel machen und tun, das ist. Pock. Übel. Aber mir ist auch gefallen, seitdem ich das Update gezogen habe von Nvidia für den neuen 3, aber läuft grafikkartentechnisch einiges wieder richtig. Das sieht aber nicht nach Zaskosim Planet aus. Warte. Analyse läuft. Eisen, Silizium, Magnesium, Arrestrum, Pentaxid. Warum kommst du nicht auf volle Geschwindigkeit? Ja, das kann sein, dass wir dafür zu schwer sind. 114, ja. Normalerweise. Müssten wir noch ein paar Antriebe einbauen. Nee, gibt's hier nicht. Oder nee, warte mal, 114. Ah, doch.
Im All, ja. Ja, aber eben war es SV nicht 114. Achtung, Angriff voraus, Drohne. Auf 108 warst du eben schon. Drohne rechts von uns, 1,3 Kilometer. Ja, 1,2. Wer will die sein? Die Haut. 1,1. Naja, die tut uns schon nix. Ja, die wird dann schon eh gleich frittiert. Sind die Geschütze an oder aus? Weiß ich nicht. Wer ist was? Geschütze aktiv. Jetzt. Ja, ich habe 800 Meter. Kommen ja erst ab 400, genau. Sind ja Kanonen und Miniguns. Ja, im Weltall, glaube ich, ein bisschen weiter, ne? Stimmt, kann sein, ja. Da schießen die, glaube ich, gerne 800, 900 Meter weit, aber der war nicht auf Angriffskurs. Nee, das passt. Du wolltest nichts mehr, sonst würde ich mal kuscheln. Niemals das. Ich wollte gerade wieder sagen, wer will das schon, aber ich sag's lieber nicht. Ah, oh, dann bin ich aber froh, dass du es nicht gesagt hast. 1, 2, 3, 4, 5, 8 Geschütze hast du. Oh, wie sieht der Küchen, denn aus? Hallo, hi, du hast die Geschütze nicht angemacht. Doch, jetzt gerade schon. Jetzt sind sie eigentlich gerade, eben waren sie aus, ja, aber jetzt sind sie inaktiv, jetzt sind sie aktiv. Oh, unter uns ist was, Vorsicht. Jetzt gucken wir mal, was gibt's hier alles? Kupfer, Neodymium, Kobalt, Satium, Promethium und Eisen. Kein Zaskosium. Leider. Nee. Ah, ja, kein Problem, aber alles cool. Man kann gerne schreiben, wenn man denkt, dass was irgendwie falsch läuft oder sonst wie. Boah, sieht das geil aus, der Himmel auf der Backbordseite. Hoch, jetzt ist endlich mal ein rosa Planet. Nette. Kannst du hier bleiben oder weiter? Wir können schon uns ein bisschen umgucken, wenn wir schon mal da sind. Dann kann man eigentlich ein bisschen, ja, je nachdem, was ihr von der Größe ergibt, gerade Kupfer und so weiter, ein bisschen abfarmen, hätte ich gesagt. Klar, suchen wir mal, ne? Unter uns ist irgendwas, was ist das? Kann ich jetzt im Moment nicht erkennen. Ist zu weit weg. Vorsicht. Alt Fortress. Fortress, Vorsicht. Pew, 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 Motherfucker, pew, pew. Oh, er schießt schon. Ja, auf unseren Popo. Help me. Schiffbeschädigung 2000%. Ihr Schiff wird demnächst explodieren. Dankeschön. Na, schon mal's kaputt. Reparaturvorlage speichern, ja. Na, bitte Code eingeben. Was für ein Code? 123? Was? Ach, Reparaturvorlage gespeichert. Okay. Hm, von mir aus. Das gilt aber ja nur für unsere SVs hier drin. Nee, ich hab's ja fürs CV gerade gemacht. Ja, aber wir haben noch gar kein Ding gebaut, ne? Auf dem Landeplatz. So ein Teil, genau. Ja, dann können wir den ganz großen bauen, das wäre dann toll. Kupferlager groß, Mado, bitte anhalten. Ja, gerade gucken. Piep, 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 piep. Muss Landeplatz suchen. Ja. Die Geschütze mit. Wollt ihr mit den SV raus? Nee, das wäre fast sinniger, weil ich weiß nicht, deswegen schluckt wahrscheinlich so ein Strom. Dein schwerfälliger Mega-Elefant-Dumbo-Panzer. Hä, wo fliegst du hin? Ja, hier, da ist ein bisschen ebener. Ach so, ja, okay. Ich dachte, hä? Ja, aber ja, gut. Du großen kannst du nicht einfach so auf dem Berg so. Ja, doch, so schräg, easy going, homie. Okay. Ja, sag ich doch, so schräg. Ja, du stehst auf dem Baum, mein Freund. Oder auf einer Tanne, was es ist. Wenn noch ein Stück weiter vorfliegst, ja. Das ist ganz eben. Genau. Stück vor, Mado. Stück vor. Mado. 200 Meter weiter nach vorne ist es ganz eben. Ja, genau. Da brauchst auch weniger Treibstoff. Ja, aber nicht um den Bäumen. Alter, wart mal kurz. Ich mach kurz die Dinger weg. Das bleibt mal kurz stehen. Früher sind die weggegangen, wenn du mit dem Schiff drüber bist. Ja, so. Ich hab gesagt, warte doch kurz. Hilfe! Ah, ich klitsch. Au, Schubdüsen, mein Popo. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt bin ich in den Tanks und dann kann ich gerade nochmal abheben, bitte. Ich hab gesagt, wart kurz. Runter, da ist alles frei, Mado. Nein, ich glitsch im Schiff. Dankeschön. Jetzt bin ich draußen, haben wir das Knie gebrochen. Und jetzt runter. Ja, jetzt runter mal. Das ist. Da ist es ganz eben. Ja, fast. 0% Stromverbrauch. Hervorragend.
Ich sag extra noch Wattgott. Nein, was macht der? Der fliegt wieder los. Ja, während des Fluges einfach rausspringen. Ja, ich hab gesagt, bleib doch kurz stehen. Dann bist du stehen geblieben. Dann dachte ich, jetzt kann ich herkommen. Aber nein, der fliegt. Ich hab voll das Knie angeschlagen. Das tut jetzt fein weh, ne? So, also ich bin schon mal in meinem Schiff drin. Kann man mit dem fliegen. Willkommen. Okay. Okay, wie hockt ihr schon mal rein? Ich flieg dann auch mal los, wenn Marlo noch nicht sitzt. Pfiff! Dring, dring, dring. Sollen wir mit deinem fliegen? Ja, das passt. Ich muss erstmal wieder rausfinden hier. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Ja, aber hallo, da brauchen wir. Nee, du musst mal irgendwas überlegen. Wir machen da mal eine Karte für KV. Ja. Nö, irgendwie klappt das nicht. Irgendwie bin ich hier auf der grünen Ebene. Warte mal, ich komme mal runter. Ja, da musst du wieder runter auf die andere, da wo vorher mal die Station war. Warte. Ich doch halt. Ach so, ich bin jetzt ganz halt, unten. Genau, halt, Kevin, ich bin hinter dir. Komm mal her. Halt, stopp, komm mit. Dann eins hoch. Hier lang. Ich weiß, wie wir das machen, Malo. Wir malen die Wände an. Ganz einfach mit Farbe. Dann weiß man grob schon mal, wo es hingeht. Oder muss ich Kevin die Farbe merken? Ja. Das ist so das Problem. Ja, und dann hast du zumindest eine optische Orientierung. Dann kommen wir hier. Das ist mit Alzheimer gar nicht so einfach. Ach jetzt. Du hast ja keinen Bock, dir Sachen zu merken, gibst du. Wenn ich reicht doch, wenn es Leute gibt, die sich was merken, muss ich dann nicht auch noch machen. Stimmt, ressourcensparend. Nicht schlecht. Oh, wieso bin ich jetzt? Was? Was bist du? Irgendwie mit V in meinem Schiffchen, in dem Schiffchen drin. Was ich sagen wollte, was macht ihr jetzt? Stellen wir aus oder was ist los? Kupfer, ja. Klopf. Ach, wir haben die Tür nicht geöffnet, sorry. Ich wundere mich nämlich schon. Ich kann mich gar nicht umgucken. Ach so. Ja. Ich mach's dir auf, warte. Okay. Sind die nicht automatisch? Nee, die gehen bei Schiffen nicht. Nee. Was sind ja, die ist okay, nicht? Ist okay, Mr. Cyborg. Was ist das? Jetzt. Hä? Was ist das? Bist du wieder drin? Okay, gut. So. Ein wildes Senior-Boogie. Lol. Kupfer ja, war links hinter uns. Jetzt kann ich auch wieder was sehen. Mayday! Oh oh. Mayday, oh Gott, der verrückte Film. Sag mal, haben wir hier eine höhere Erdanziehungskraft? Schwerkraft eingehen? Nee, geht eigentlich. Ich hab mein Poppel. Mach mal das Licht an, bitte. Am Schiff. Dankeschön. So, gut, passt. Siehe meine neue Nachricht. Diesmal ist eigentlich Aufnahme. Bis um 8 Uhr. Nein, 20 Uhr, kein 18 Uhr Multi. Wieso komme ich denn da mit meiner Drohne nicht raus? Müsste eigentlich? Doch, jetzt okay. Geht's. Knusper, Häuschen. Weil das Kupfer brauchen wir auf jeden Fall noch und sonst fliegen wir mal weiter. Was wir so finden noch. Vielleicht loot mal noch eine Basis oder so. Mal gucken. Nehmen wir dann. Oder was meint ihr? Oder gleich weiter, um das Zaskosium zu finden. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Okay, dann machen wir nur das Kupfer leer und dann zumachen Zaskosium. Dann bauen wir eine ganze Flotte.
Ja. Mit Bots. Mit ganz vielen Bots. Nein, Multi kann 24 Stunden streamen. Nein, nein. Bebe. Was kommt da Rotes? Ich hab noch nichts auf dem Radar. Jetzt aber. Ja, da kommt wer? Ja, ich kümmere mich drum. Ja, gut. Ah, eine große Minigun-Bohrung ist auf dem Weg. Die will dir ja ins Fell. Die macht gerade noch ganz komische Sachen. Aber. Die ist verwirrt, hä? Die ist unter der Erde? What the heck? Oh, hä? Die schleicht sich an. Was ist ein Dings? Ein Maulwurf? Depp, nee, da ist er. Mach ihn kaputt. Mach ich gerade, bin dabei, hab ich gerade aufs Fressbrett. Brauch vielleicht doch Support. Was brauchst du denn? Ja, von euch Hilfe. Du mit der Pistole draufschießen auf die große Minigun-Drohne. Nee, passt. Ja, die hält nicht so viel aus. Ja, ist richtig. Da musst du schon mit Raketen draufschießen. Hab ich nicht. Doch, hab ich. Oder? Nee, hab ich nicht. Hast du nicht? Nee, woher denn? Was hast du denn für ein Schiff? Ja, ihr seid im Schiff. Das Schiff hab ich nicht genommen. Ihr seid im Schiff drin. Was? Ich kann mit meinem Raumschiff einfach losfliegen, da hockt, seid ihr ja gerade drin, wenigstens ihr seid geschützt. Falls einer drauf geht, dann könnt ihr hinterher, ja? Ach, sag das doch gleich. Ja. Das Raumschiff, Das war ja rücksichtsvoll von dir. Ja, ich kann das. Nee, das mach ich nicht. Hinterher kämpfe ich mit der Drohne und dann kommt irgendein Viech und wird angeknuspert. Nee. Das tue ich nicht. Eigentlich, wenn einer aufs Fressbrett kriegt. Ja, da habe ich im Moment gar nicht dran gedacht, dass du ja noch deine Passagiere da drin hast. Guck mal, so sozial bin ich. Ich will die Leute verteilen, die wenigstens mit mir spielen. Das sind nicht viele. Aktuell nur zwei. Multi zählt als, der ist eh da. Der zählt nicht. Das ist ein Terminator. Der ist im Geiste da, meinst du, ne? Ja, natürlich, der ist immer so, der ist immer da. Den will ich auch nicht mal los. Also sollte kein OW und oder Neverwinter und oder Pokémon. Vielleicht streamen wir sogar etwas länger, Multi, mal schauen. Je nachdem, in welchem Wachheitszustand ich mich noch befinde. Wenn, dann denke ich eher wahrscheinlich so ein bisschen Overwatch eine Stunde. Ach, oh, armes kleines Multi. Das ist doch Romante. Ah, er ist glücklich. Wie schön. Genau, weil wenn wir jetzt das Cosim haben, können wir diese Reparaturdings bauen. Die Konsole und das alles. Ja, stimmt. Ja. Nee, dann machen wir das Kupfer kurz leer und dann holen wir den Rest. Brauchen sie nicht leer machen, wir können es ja markieren. Okay, zwei. Machen wir schon leer hier jetzt voll. Na gut. Okay. Ah, das wird dann nicht nativ gewesen. Wir hätten eigentlich einen Ladybug mitnehmen sollen. Weißt du, kann man schon. Warte mal. Ich gebe noch eine auf. Nur drei. Was? Nein! Was? Nur 24 Stunden streamen? Wie langweilig! Oh Gott, Hilfe! Der foltert mich. Apropos, ich habe vor kurzem ein Haus gesehen, auf Immobilien Scout. Kostet gerade mal 300.000 Euro, sind 150 Quadratmeter Wohnfläche, 5,5 Zimmer und ein Grundstück von 650. Mit Carport und Garage. Das geht aber. Finde ich auch gut. Meine Gedanke ist nur, da wird man wahrscheinlich ein bisschen was machen müssen. Das fürchte ich auch bei dem Preis. Ja. Aber es ist in meinem schönen Heimatort, also von daher bin ich da relativ happy drüber. Jetzt muss ich nur warten, dass ich die Rentenversicherung mal den Arsch rumkriege und mir schreibt, dass sie wieder hier Pay machen, ne?
Und dann bin ich der Erste, wo auf der Bank hockt. Und was für ihn ist da? Hab ich schon abgeklärt mit der Unity. Da liegt ein Kabel vor der Haustür, muss noch reingeschossen werden. Ich weiß ja, welche Straße das ist. Da bin ich früher mal im Kunden dran vorbeigelaufen, wenn ich zur Schule ging. Von daher easy.